Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Euro Truck Simulator 2. Wir sind weiter dabei, unsere Firma größer zu machen und ich habe gerade neu gestartet. Wir haben hier sogar eine neue Meldung. Ab jetzt kannst du deine eigenen Auflieger kaufen, aufrüsten und lackieren, um sie zu deinem LKW passend zu gestalten. Eigene Auflieger kannst du jeweils in der Garage deiner Wahl abstellen lassen und sie deinen Fahrern zur Verfügung stellen, um deine Gewinne zu steigern. Die Verwaltung deiner Auflieger erfolgt über den Aufliegermanager. Behalte deine Garage im Auge, stelle neue Fahrer an und verwalte deine Firma von hier. Das wollen wir jetzt als erstes machen. Ich würde gerne mal einen Fahrer mit anstellen. Dazu müssen wir aber unsere Firma vergrößern. Das heißt, wir brauchen erstmal Geld. Wir haben aktuell 17.879, da können wir nicht wirklich viel machen. Wir haben einmal 100.000 aufgenommen. Wir hätten noch, hier kommen wir, nehmen einmal die 400.000, dann haben wir die 500.000 Rahmen erfolgreich ausgenutzt. So, das sieht gut aus. Wir können jetzt auch zurückzahlen. Wir haben jetzt 417.879 Euro auf der Bank, auf dem Konto. So, wie war denn das jetzt mit die Firma größer machen? Arbeitsagentur, Fahrermanager, Garagenmanager. Ich muss die Garage, glaube ich, größer machen, oder? Ich bin bloß noch nicht dahinter gekommen, wie man da irgendwas Kartenansicht vielleicht. Wir sind aktuell hier gerade in Frankreich. Das stimmt, da haben wir ja in der letzten Folge aufgehört. Hier, guckt an, so macht man das. Momentane Produktivität 100%. Täglicher Profit knapp an die 10.000. Aufrüsten. Möchtest du deine Garage für 180.000 ausbauen? Durch den Ausbau wirst du zwei weitere Garagenplätze erhalten. Let's go. Frei wie der Wind. Ich bin gespannt. Das heißt, wir haben jetzt zwei weitere Slots. Das könnte ich sogar zwei anstellen. Habe ich das richtig verstanden? Müssen mal gucken wegen dem Geld hausieren. Ich muss auf jeden Fall noch einen zweiten LKW kaufen. Wow. Schick. Ja, schick. Ja. Wir haben jetzt drei Stellplätze. Na, das ist... Das sieht doch mal nach Firma aus. Nach einer kleinen immer noch, weil wir haben bloß drei Plätze. Aber es wird langsam, es wird langsam. Wir müssen jetzt natürlich zusehen, dass wir auch die 500.000 Krediten schnellstmöglich abbezahlen. Das ist ja immerhin eine halbe Million. Eieieiei. So, jetzt müsste ich Arbeitsagenturen, dann müsste ich doch jemanden einstellen können. Fahrer einstellen. Da gab es aktuell ja bloß einen. Fahrerbewertung. Gibt bestimmt bessere, aber es gibt im Moment keine. Dann würde ich den gerne einstellen. Welche Garage deinem Fahrer zugewiesen werden? Wähle zuerst die Zielgarage aus. Da. Wähle dann den Garagenplatz. Okay. Fahrer einstellen. Deine Fahrerversteigerung trifft in Kürze ein. Nach einer kurzen Orientierung wird automatisch die Arbeit aufgenommen werden. Voraussetzung, es steht eine Zugmaschine zur Verfügung. Wir kommen in die Arbeitsagentur. Wir bieten. Ach, guck mal, hier gibt es doch jetzt noch jemand anders. Den könnte ich auch einstellen. Warte mal, wir gucken jetzt trotzdem. Wir haben ja bloß noch 236.000 und wir brauchen auf jeden Fall noch einen LKW. So, Scania. Machen wir gleich das Scania. Besuchen, dann kommen wir direkt dorthin. Ja, möchte ich von Frankreich. Fahren wir einmal komplett durch und kaufen uns noch einen zweiten LKW. Welchen hat man? Den hier hatten wir, ne? Kostet uns 118.000. Wie konnte ich den jetzt modifizieren? Ausführung ändern? Genau. Und dann die Lackierung wollte ich anders machen. Ich hätte gern dieses Rot, dass das auch wunderbar passt. So. Bestätigen. Kostet mich jetzt 120.000. Kaufen. Möchtest du deinen neuen LKW selbst fahren? Nein. So, wohin dürfen wir den LKW liefern? Wähle zuerst die Zielgarage aus. Zack. Wähle dann den Garagenstellplatz aus. Zack. Für den hier, damit er gleich noch einen LKW hat. Danke für Ihren Eingriff. Wir werden Ihren neuen LKW umgehend zur Garage in Dresden überführen. So, wir haben noch 115.479 auf der Uhr. Brauchen wir noch 5.000, dann stellen wir noch einen zweiten an und kaufen uns noch einen dritten LKW. Und dann müsste das da eigentlich funktionieren. Oder wir gucken mal, wie sieht das, möchtest du den LKW-Händler wirklich verlassen? Natürlich möchte ich ihn verlassen.
Wo könnte ich jetzt, ohne Momento, das schließen, einen Anhänger gucken? Aufleger, Händler. Okay, Preis kostet 33.000. 44.000 ab Level 10, okay. Ausführung ändern. Das wäre das dann nur für 5.200. Ich weiß natürlich nicht, wie die Farbe vom LKW aussieht. Wir könnten auch das in schwarz machen. Wir machen einen schwarzen Aufleger. Das sieht aus. So. Bestätigen das Ganze. Aber einen schwarzen Anhänger. Das sieht doch auch gut aus. Schwarz-rot. Perfekt. Dahin. Zu der Garage. Zack. Ja, für 36.000 möchte ich ihn kaufen. Dann haben wir schon mal einen Auflieger in der Glückwunsch. Der Auflieger wurde gekauft und wird in deiner ausgewählten Garage platziert. Du kannst über den Aufliegermanager auf ihn zugreifen. Können wir den nämlich auch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir würden auch damit Geld verdienen. Müssen wir mal uns das auch mal angucken. Wo war's denn? Wo war's denn? Aufliegermanager. Da. Jetzt bin ich gespannt. Der macht im Moment gerade gar nichts, ne? Eigene Garagen 1, Garagenstufe 3. Auflieger. Zack. Standort ändern, verkaufen, anpassen, Privatstellen, jetzt nutzen, Konfiguration kopieren, Leerlauf. Anpassen. Also ich muss den, kann den selber, ich dachte, ich, oder wir können es dem Kollegen geben, ich weiß es nicht. Fahrermanager, gucken wir mal. Zack. Standort ändern, Fahrtenbuch. Hat noch nichts gemacht. Der ist auch, glaube ich, noch nicht da, ne? Status steht. Der hat aber nur den Wagen. Gut, dann nutzen wir den Aufleger. Würde ich sagen. Zack. Jetzt nutzen. Willst du den ausgewählten Kunden wirklich benutzen? Er wird in deiner Garage in Dresden auf dich warten. Natürlich möchte ich den nutzen. Der Auflieger ist abholbereit in der Garage in Dresden. Sehr gut. Ihr müsst ja rein theoretisch auch dort sein. Was ist, wenn ich jetzt auf verwende deinen brandneuen Aufleger, um ihn mit dem Frachtmacher große Vierer von Frachten an ihren Zielen zu bringen? Frachtmarkt, verwende deinen eigenen Aufleger, um eine große Vielfalt von Frachten an ihr Ziel zu bringen. Gucken wir doch gleich mal nach. Wir sind aktuell wirklich noch in Frankreich. Wir müssen echt nach Dresden zurück. Okay. Was ist jetzt hier der Preis? Oh, ho, 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 da sind auch Preise da. Hey, 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 hey. Aber wir müssen erstmal nach Dresden. Warte mal, wir gucken mal ganz schnell Aufträge. Ja, hast du auch ordentliche Summen eigentlich. Aber mit einem eigenen Aufleger, da hast du noch ein paar Euros mehr, ne? So, wir sind hier in Reims. Irgendwo war Schnellreisefunktion. Schnellreise. Kann ich die benutzen? Möchtest du zur gewählten Garage schnell reisen? Ja, bitte. Kostet natürlich mich auch wieder Kohle, ist klar. Aber so können wir gleich mal unseren neuen Auflieger angucken. Und dann machen wir gleich mal eine... Jetzt bin ich erschrocken. Und dann machen wir gleich mal eine Tour. Mit dem neuen Auflieger. Wo ist der? Da ist der. Ich will mal ins Führerhaus. Lass uns loslegen. Let's go. Ich will erstmal hier reinfahren. Warum ist der weiß? Ich habe den doch in Rot nicht gekauft. Anscheinend nicht. Ne, dann muss er in Weiß fahren. Egal. Bleibt meiner erstmal so. Wir können das auch, glaube ich, noch ändern, ne? So. Ich hole mal schnell unseren Aufleger. Ja, so vor. Ich glaube... Außenperspektive ist besser, als wenn wir nur aus dem Fenster platzen. Ja. Ankoppeln. Zack. So sieht unser Modell jetzt aktuell aus. Wir haben einen neuen Auflieger, wir haben einen neuen Angestellten und wir haben einen neuen LKW. Jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken. LKW Manager. Scania. Aufrüsten. Der wird aber rot dargestellt, ne? Der wird rot dargestellt. Und der wird rot dargestellt.
Aber im Schuppen steht er weiß. Wir gucken trotzdem mal. Zack. Ne, nicht einsteigen. Nein. Aufrüsten. Da wird auch rot abgebildet. Und hier auch. Dann haben wir wohl einen Bug im Spiel gefunden. Ja, sehr schön. So. Ne, das ist immer noch weiß. Ich verstehe es nicht. Ist auch egal. Ich würde sagen, wir holen uns einen Auftrag mit unserem eigenen Aufleger. So, da wird am besten bezahlt Kleidung von Hamburg nach Calais. Gibt es irgendetwas in Dresden? Ich möchte hier nicht großartig rumfahren. Dresden nach Klagenfurt 17.000 ist natürlich jetzt nicht so viel. 19.000. Kleidung 21.000. Okay, in größeren Städten, ja, naja, gut. Aber 17.000 könnten wir auch machen. 3 Stunden 24 Minuten. Fertig zum Losfahren. Let's go. Dann gehen wir rein. So, wo müssen wir hin? Das ist ja gleich um die Ecke. Müssen wir natürlich gucken. Jetzt haben wir unseren eigenen Auflieger dabei. Das ist richtig geil. So kann es weitergehen. Bald können wir dem Kollegen auch noch einen eigenen Auflieger holen. Dann rentiert sich das natürlich noch viel mehr. Und dann links abbiegen. So, links halten. Und dann links abbiegen, sagt sie. Die Helga. Links ab. So. Und es muss natürlich wieder links abbiegen. Regnen, ne? Wo denn? Da drüben muss ich rein. Biege nach links ab. So müsste das klappen. Jawohl. Perfekt. Wir sind heile angekommen. Ja, die war ja auch keine Strecke, ne? So. Eingabe. Let's go. Fracht. Frachtmarkt muss man, genau. Und dann gucken wir mal. 17.000. Bis Sonntag 23.26 spätestens. Ja, das läuft dann noch einen Tag übrig. Die Fracht ist bereit zum Aufladen. Fahre zum Verladebereich. Fahre zu der Oh Gott. Das ist auch noch selber. Zum Verladebereich. Ich dachte, das wäre gleich verladen, ey. Na gut. Ich hoffe, das passt so. Auch gleich nochmal, ja, einfach nach draußen. Wir machen Warnblinkanlage an. Geht einmal nach draußen. Bremsen. Richten. Nee, das ist falsch rum. Das wäre richtig. So, ist gar nicht so einfach, mit so einem Riesending zu rangieren, ne? Hier ist wieder zu dolle. Aber wir haben noch ein Stück Weg. Gas geben und lenken. Oh Mann. Na, ich komme nicht über den Huckel rüber, ehrlich jetzt. Muss so viel Gas geben. Nein, ich möchte keine Eingabe drücken, ich möchte das selber hinkriegen. Das sieht doch gut aus, oder? Ich muss einfach nur noch gerade hin da. Vielleicht ein Stück einlenken. Das ist zu doll eingelenkt. Ich hoffe, ich kriege mal über die noch. Nein! Oh, zu viel Gas! Zu viel Gas! Mann. Zum Aufladen der Fracht zu überspringen? Ich möchte nicht überspringen. Wir wollen alles mitmachen. Drücken wir von vorne die Taste, um den Aufleger zu beladen. Eingabe. Fracht wird aufgeladen. Gilt das auch von der Pause? Ist gar nicht so einfach, ne? Fracht wurde verladen, folge der Route zum Zielort. So, jetzt gucken wir erstmal ins Führerhaus. Drücke einmal F6. Nächste Pause werden 2 Stunden Auftrag abbrechen. Restzeit 24 Stunden. Na, das läuft doch. Das heißt, wir müssen demnächst auf jeden Fall Pause machen. Auf geht's. F5.
Licht an, sonst wird's teuer. So. Und dann kann's losgehen. Wir haben unsere erste Fracht verladen. Oh mein Gott. So, 10 Stunden warten auf uns. Biege nach rechts ab. Ja, mache ich jetzt, mache ich. So. Wir sind mit unserem ersten eigenen Sattelauflieger unterwegs. Richtig geil. Was nicht so schön ist, ist das Wetter. Wir müssen auf jeden Fall dann demnächst bei der ersten immer Möglichkeit auf der Autobahn beim Rasthof oder so eine Pause machen. Wir sind nämlich dran. Nächste Pause in 2 Stunden 6 Minuten. Dann sollten wir es trotzdem zeitlich wunderbar hinbekommen. So, let's go. Die Polizei ist natürlich wieder auch mit am Start. Was anderes. Ja, was soll's. Ich hoffe, die geben uns nicht wieder ein Bußgeld, ey. Immer geradeaus. Ja, das war kein Rot, ne? Ich wollte es gerade sagen. Wenn ich jetzt hier Bußgeld zahlen muss, weil ich über die Ampel fahre und es wird gerade gelb, knallt. Okay, mal höre ich. So, wir verlassen Dresden. So, jetzt kommt wieder Gas geben. 80 sind erlaubt. Schönes Gewitter. Schönes Gewitter. Hier sind wir auch noch gar nicht lang gefahren. Ne? Bei der Autobahn da sind wir schon lang gefahren. Aber auf der Zufahrt zu der Autobahn hier sind wir noch nicht lang gefahren. Wir sind tatsächlich schneller als das Auto. Oh, Vorsicht. Abdrehen wollen wir natürlich nicht. Mach einmal schneller, bitte. Ja, das ist übertrieben. So, Vorsicht. Hier müssen wir noch nicht. Rechts halten. Machen und wir. Rechts abbiegen. Machen wir, schätze gehen. So. Hier müssen wir jetzt drauf. Biege nach rechts ab. Oh, und da auf der Auffahrt zur Autobahn haben wir schon das erste Geschehnis. Wobei, naja, Geschehnis. Also ist schon Geschehnis. Das ist eine Verkehrskontrolle. Mitten auf der Auffahrt. Das wird es gar nicht in der Realität geben. Ja, läuft bei euch. Ich merke schon. So. 100, das heißt 80 für uns. Und wir gehen uns jetzt schon erst ab. Vorsicht, LKW. Kannst du aber bremsen, ne? Mann. So, wie gesagt, der erste Stopp, das kommt jetzt schon. 500 Meter. Mal ganz schnell gucken. Anderthalb Stunden haben wir noch. Den können wir noch überspringen. Aber dann möchten wir drauf fahren auf jeden Fall. Ah, langsamer werden wir fahren. Viel zu schnell. Und natürlich jetzt so wenig wie möglich an Geld rausschmeißen. So. 82 sollte in Ordnung sein. Ich hoffe mal, es ist noch nicht dunkelrot. Da sind die Kollegen wieder. Mann. Gleich verlassen wir Deutschland. Zack. Ab zu den Tschechen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. 9 Stunden haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Wie gesagt, hier waren wir ja schon. Sind wir ja schon zweimal drüber gefahren. Auf jeden Fall einmal schon. Ja, ich hab's verstanden. Ist gut. Wir haben noch 1 Stunde 15. Dann darfst du schlafen. Kontroll wird angezeigt. Aber 80 sind ja trotzdem erlaubt. Ah, so, raus aus der Dunkelheit, rein ins Helle. Okay, das Bett ist jetzt mittlerweile ganz rot. Nächster Rasthof, Parkplatz, whatever, ist unsere. Auch an vorgeschriebenen Pausen halten. Aber schön, dass man hier mit 80 linke Spur die ganzen LKWs überholen kann. Das gefällt mir noch. So 110 für Autos, bleibt bei uns natürlich bei 80. Wir folgen einfach mal der Polizei. So. Jaha.
Ist gut, mein Freund. Du kriegst gleich deine Pause. Die kommt uno momento, kommt die. So, auf der linken Seite. Na toll. Wir brauchen auf unserer Seite eine. Kommt auch eine. Sehr gut. Check das ab. 49 Minuten. Passt. Ich bremse auch. Parkplatz in 200 Metern. Perfekt. Das wollten wir haben. So, zum Glück ist es in dem Spiel nicht so schlimm, dass man hier erstmal ewig Parkplätze suchen muss. So, wir müssen hier einfach nur... Ja, wow, was für ein Parkplatz. Ach, dann ist die Auffahrt dazu. Die ist ja aber relativ breit, oder? So, zack. So. Ja, ein paar Kollegen stehen schon da. Ich würde sagen, was nehmen wir jetzt hier hin? So. Ja, hab ich doch. Zack. Ruhepause drücken Sie die folgende Taste. So, wir haben jetzt noch 42 Minuten rein, theoretisch, bis zur nächsten Ruhepause. Machen wir jetzt. Mann, wir haben immer noch dicke Zeit, ne? Nächste 11 Stunden, Restzeit, oh, 13 Stunden. Ho, 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 das wird echt knapp, das wird knapp. Okay, das würde ich sagen, quatschen wir nicht lange. Das regnet fallen denn immer noch, ne? Oh Mann. So, wir führen unsere Fahrt fort. So, das sieht schon mal gut aus. Na komm. Das gelbe Blitz habe ich nicht gesehen, oder was? Hättest du mal auf die linke Spur ausweichen können? Freunde sind es echt keine. Ah ja, was soll man dazu sagen? So. Stunden 27 Minuten brauchen wir noch. Ach, wir haben noch 13 Stunden insgesamt fürm Abliefern, aber insgesamt eine Fahrstrecke noch von 8 Stunden 23. Brauchen wir ja doch keine Pause. Hab ich falsch gelesen, Entschuldigung. So, wir müssen jetzt in Prag rauskommen, ne? Jawohl. So. Praha. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Mach ich. So. Zack, wir schließen es mal hier an. So. Folgen einfach mal den gelben. Nimm diese Ausfahrt. Ja, mach ich. Kein Problem. So, perfekt sind wir unter dem Kreisverkehr rumgekommen. Ach, läuft. Es läuft. So, und ich würde jetzt gerne, das letzte Mal sind wir ja da vorne, auch rechts abgebogen. Ich würde gerne einfach mal gerade fahren. Dann haben wir die Ecke dort auch schon mal halb ausgeleuchtet. Und dann nee, ich fahre ein Stück gerade, wenn ich darf, ja? Das wäre sehr nett, liebes Navi. Biege nach rechts ab. Nee, ich fahre noch ein Stück gerade, wie gesagt. Ich folge dem Gelben einfach mal. So, haben wir die Ecke nämlich auch dort mal ausgefahren. Wir kommen sowieso auf dieselbe Strecke. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, super. Ach, du bist ja so hochintelligent. Mensch, Helga, du freust. So, ah, noch am ein Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt nehmen. Okay, da tschechische Polizia. Wir gucken jetzt gar nicht, das links oder rechts. Wir brettern jetzt einfach mal raus. Nimm diese Ausfahrt. Mach ich. Also, zack. Renault-Händler entdeckt. Oh, sehr schön. Einen weiteren Händler entdeckt. So. Prag müsste auch gleich zu Ende sein, ne? Ja,
jetzt ist Prag zu Ende. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Links bleiben. Okay, dann müssen wir aber jetzt Gas geben. Immer jetzt geradeaus. Jetzt gibt ja Gas, ne? Blöd Mann. Immer geradeaus, sagt sie. Naja, schauen wir mal. So, Tempomat ist aktiviert. Da kommt der Kollege. BHV. Ah, tschechischer Kollege, alles klar. Sie hat gesagt, immer geradeaus, also bleibe ich jetzt auf dieser Spur, ja? Ist das richtig? Ich hoffe. Ja. Perfekt. Immer geradeaus. Ja. Hab ich verstanden. So. So, jetzt kann ich glaube ich Spur wieder wechseln, ne? Dann kann man ja noch was drin, da müssten wir eigentlich hinkommen. So. Es wird wieder hell, die Sonne scheint, aber es regnet wieder. Ich glaube, es regnet wieder dauerhaft durch, ne? So. Parkplatz und Tank in 200 Meter. Interessiert uns aber nicht. So. Wir haben ja noch Sprit, das sollte reichen, wie gesagt. Von 0 bis 24, also 24 Stunden geöffnet, alles klar. Kämpfen, müssen wir mal wieder unterstützen. Ein bisschen mehr Gas geben. Ach ja, die PKW-Fahrer, die haben es gut, die können einen überholen, wegflitzen, ja. Und als LKW-Fahrer bist dann die 80 gebunden. Schon nicht easy, das ist schon nicht easy. So, der nächste da ja vorbeizischt. Oh, 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 wir sind schon wieder bei 90. Müssen wir ein Stück runterkommen. So. Gut, ja, so gefällt mir das. 83, ja, das ist in Ordnung. Hoffe ich zumindest. 84. Jetzt bergab, damit wir schneller fahren. 85. Na ja, komm, lass rollen. Weiß nicht, was der Tempomat macht. Ja, jetzt geht's hier berghoch. Sehr gut. Berg- und Talfahrt quasi. Wieso fährt der LKW hinter uns auf die linke Spur? What the hell he's doing? Ich fahr schneller als du, mein Freund. It's unbelievable. It's unbelievable. So, jetzt muss man wieder aufpassen. Na gut, jetzt gibt es Berg hoch, da geht gleich die Geschwindigkeit runter. Boah, hoch, runter, hoch, runter. Läuft. So. 6 Stunden 43 Minuten noch. Man sieht halt schlecht diese Blitzgeräte, ne? Einfach bloß, glaube ich, Katsching. So also, dauerhaft schön mit 90 durchfahren. Hm. Aber es ist schwierig. Und bei den Tschechen könnte es sauteuer werden. Im Moment brauchen wir jeden Cent. Deswegen die 17.000 wären schon nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, jetzt 7.000 Euro an Kredit pro Tag zu zahlen. Jo. Da müssen wir uns ranhalten. Ja, mit 17.000 natürlich für den nächsten Tag perfekt gedeckt. Da hätten wir noch 10.000 plus.
Dann könnten wir noch den zweiten Tag damit abdecken. Gut, dieses Kreditmodell sagt mir zwar nichts, dass man täglich irgendwas abzahlen muss. Ich dachte immer, das macht man monatlich, aber okay. Müssen wir jetzt so hinnehmen. So, also jeden Tag 7.000. Deswegen muss der Kollege auch mal langsam anfangen mit arbeiten. Ich hoffe, der macht das. Und bringt auch Kohle rein. Und sobald wir über 500.000 dann auf dem Tacho stehen haben, zahlen wir den Kredit unverzüglich zurück. So. Wir sind gerade, ne? Ich sag das so spät. Das ist unhöflich. So, wir sind ultra langsam, warum auch immer. Spur wechseln. Warum werdet ihr schon wieder so langsam? Ich muss jetzt sogar noch bremsen, das kriegt die Kurve nicht. Ach Mann. Mann. Vitas Power. Meine Power an hier. So, ich bin hier immer noch. Ups. So sieht es gut aus. Oh, ich glaube, wir müssen von der Autobahn runter. Oh, das schaffen wir locker, den zu überholen. Wien. Genau, da müssen wir runter. Wir wollen ja nach Austria. So, okay. Bitte rechts halten. So, was war das jetzt? Kreditraten in Höhe von 8.666. 8.000? Ich dachte, es wären 7.000. Mal sehen, sogar 8.000 haben wir abzubezahlen. Konnten wir jetzt sowieso tilgen von dem Kredit. Und nimm die Ausfahrt rechts. Und selbst mit den 17.000, die wir jetzt gleich einnehmen werden, können wir noch auch locker den nächsten Tag dann abbezahlen, die Rate. So, Brno. Langsam werden. Vorfahrt beachten. Keiner. Dann let's go. Wie? Auf geht's. 5 Stunden 43 Minuten noch. Ist jetzt die Frage, fahren wir wieder nur noch Land? Oder fahren wir jetzt auch wieder Autobahn? Eine Schnellstraße hier. Eine Schnellstraße mit Ampeln? Naja. Naja. Gut. 5,5 Stunden haben wir es geschafft. Oh, bremsen. Dann sind wir an unserem Lieferort. Schön lustig. Hier ist die Scheibe noch zu. Und jetzt ist die Scheibe offen. Ah, sehr nice. So, let's go. Kollegen. Oh, die Polizei kommt. Oh, weia. Ah, die gucken nicht. Daher alles gut. So. Raus aus Brno. Ah, Polizei ist weg. Jawohl. Rüberziehen. Nicht, dass man die jetzt abdrängt. Das wär's noch. Oh, oh. Der letzte Jackpot, glaube ich, gewonnen. So. Was mir genau, also genau, was mir eingefallen ist, ich glaube, umso größer der Anhänger dann auch später ist, umso mehr verdienst du natürlich dann auch. Wir haben ja gerade mal den Anfangsanhänger, der ist natürlich viel kleiner, das heißt, man kann da noch nicht so viel verdienen, aber wie gesagt, bis zu über 20.000 kannst du da machen, je nachdem, in welchem Ort du bist oder in welcher Stadt du bist. Und jetzt hier mit 17.000 und ein paar zerquetschte, kann man sich auch nicht beschweren. Kosten fürs Benzin haben wir sowieso, dann die Kosten für Reparatur natürlich auch irgendwann mal für Anhänger und LKW. Ich denke mal, das sollte sich im Rahmen halten. So, wir verlassen die Tschechei. Sind immer noch in Europa unterwegs und wechseln nach Österreich. Easy peasy. Jetzt kommt kein Gegenverkehr. Oder gibt der jetzt wieder Gas, der Typ? Wieder Gas, ne?
So. Auch kurz noch weiterfahren. Let's go. Fahren also entspannt langsam. Ein bisschen Action jetzt hier reinbringen. Damit sich das auch lohnt, ne? Aber trotzdem gilt, bitte nicht nachmachen in der Realität. So wird definitiv nicht gefahren. So, zack, da haben wir die ganze Regie überholt. Perfekt. Zeitenlazy haben wir gar nichts gespart. Guck mal, was du in Frankreich richtig noch rausholst, mit 90 km/h verlierst du in Österreich. Da darfst du nur 70 fahren. Oh Mann. So, jetzt ist alles aufgehoben. Mal gucken, was das heißt für uns. 70 weiterhin. Okay, Doki. So 4 Stunden 40 Minuten noch. Ich sehe nicht, ob Gegenverkehr kommt. Ich traue mich einfach mal. Ansonsten haben sie doch auch Bremsen. Guck, da kommt einer. Zack. Unfall verursacht 240. Naja. Shit happens, ne? Ich glaube, wir haben den LKW gerammt. Die könnte aber auch mal bremsen. Meine Güte. Aber wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Das ist nur Unterhaltung hier. Macht man nicht, macht man nicht, ne? So, Überholverbot. Halten wir uns natürlich strikt dran. So, 70 in Österreich. Ei. So. Forstwirtschaft hier. Gut, der bewegt sich sogar, der Bagger. Das ist ja nice. So. Viel Natur hat Österreich. Das ist allerdings wahr. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Der Kollege biegt ab. Einmal anhuben als zur Begrüßung. So. Knapp 4 Stunden, dann haben wir unsere Strecke geschafft. So, wir machen einmal kurz einen Spurwechsel. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall geradeaus. Weiß nicht, ob ich da hier bleiben kann. So, komm, ich gebe mal ein bisschen Gas jetzt. Linz, Salzburg. Immer müssen geradeaus. Wir nicht nach Wien eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht geguckt, wo wir hin müssen. Immer geradeaus. Das heißt, wir müssen hier rüber. Okidoki, dann können wir hier bleiben. Guck mal, wo müssen wir denn hin? Dachfenster machen wir. Tredogs, oder so wie das ausgesprochen wird. Tredogs. Das ist in Österreich? Klingt fast französisch. So, 3 Stunden, 45 Minuten knapp noch. Ja, jetzt dürfen wir wieder 80 fahren, ne? Das ist doch schön. Italien, Graz. Oh, das ist bestimmt auch eine schöne Strecke. Bitte rechts halten. Okay, ich halte mich rechts. Richtung Italien, Graz. Okay. Runter von der Autobahn. Jetzt fahren wir bestimmt schön über Land. Sind wir da schon mal lang gefahren? Nimm die Ausfahrt rechts. Italien, Graz sagt mir jetzt gerade gar nichts. An dem Bogen irgendwie. Naja, wer weiß. Wer weiß. Biege nach rechts ab. Rechts, jawohl. Mach mal, Helga, wenn du sagst. Wo soll ich denn rechts abbiegen? Das war eine Kurve. Oh, Helga, das war eine Kurve. So. Weiter geradeaus. 3,5 Stunden noch. Wir haben unseren ersten Auftrag mit unserem eigenen Sattelauflieger erfolgreich beendet. Sehr schön. So, jetzt hätten wir noch einen Parkplatz, aber von der Zeit her schaffen wir das easy peasy. So. Ja, da waren wir schon einmal in, wie gesagt, Prag in diesem Let's Play. Dann waren wir einmal in Frankreich. Und jetzt in Österreich. So, langsam kriegen wir die Erfahrung fürs Ausland mit. So ist irgendwas gesperrt. Ich sehe nur rote X'e. So, jetzt können wir die Spur wechseln.
immer geradeaus. Immer geradeaus, sagt sie. Immer. Naja, immer stimmt auch wieder nicht. So. Ich frage mich, ob die Ausfahrten wirklich auch so in Österreich sind, wie man es jetzt hier zum Beispiel sieht. Mit den zwei riesen Tafeln, links und rechts im Fall. Würde mich schon interessieren. Vielleicht wisst ihr es, dann könnt ihr das mir gerne in die Kommentare schreiben. Ey, hier wird mir gerast. Mann. Ey. Der Nächste. Drei Stunden noch. Ganz schöne Strecke, muss man sagen. Wo sind wir? Heute gibt's eine lange Folge. Ich wollte ja, dass ich so wenig wie möglich immer rausschneide. Daher lassen wir alles drin. Auch wenn es teilweise vielleicht etwas langweilig ist. Aber lassen wir drin. Ihr habt euch das so gewünscht. So. Bei knapp 43 Minuten sind wir jetzt. Läuft bei uns. Läuft. Aber immerhin haben wir die Firma schon mal ausgebaut. Haben einen angestellt, einen zweiten LKW haben wir und wir haben einen eigenen Sattelauflieger. Also wir machen langsam Fortschritte. Auch wenn das natürlich mit dem Kredit finanziert worden ist. Ja, du sperrst jetzt hier, warum? Das machst du mit Absicht, oder? Das sind 80. Achtung, nein, nicht Auflieger Schaden. Oh, es wird auch kein. Doch, 480 Unfall. Boah, echt jetzt. Bloß weil der da drüben das nicht gebacken kriegt, ey. So, Achtung. Das sieht keiner Augen zu und durch. Ja, wir fahren noch. What the fuck? What the fuck? Ja. Was für ein Crash. Mit der Leitplanke hängen geblieben, in die Luft gejubelt und auf der Seite, aber zum Glück wieder zum Stehen gekommen. Nichts passiert, Officer. Einfach weiterfahren. Holy moly. Die Standstreifen sind sehr schmal, habe ich festgestellt. Motorfehlfunktion, umgehend Werkstatt aufsuchen. Ist das euer Ernst? Ich habe hier keine Werkstatt. Ich möchte jetzt auch nicht abgeschleppt werden. Hör auf damit! Ich möchte jetzt in 2,5 Stunden zum Abgabeort sein. Motorfehlfunktion, ich glaube es hackt, ey. Motorfehlfunktion, aber nicht jetzt, ey. Holen mal gucken, ob die Polizei was macht. Mit 85, 86 an den vorbeibrettern. Das juckt die gar nicht. Muss doch auffallen. So. Ja. Der Standstreifen war sehr, 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 sehr schmal. Immer sagen. Da ist er. Wegen dir, du böser Mann. Mann. So. Überholen wir halt rechts. Was man in der Realität auch nicht macht, ne? Machen wir einfach mal. Ist ja eh gerade keine Polizei hier. Da können wir das mal ausnutzen. So, 2 Stunden noch, Ladies and Gentlemen. So, die österreichische Polizei, die hat wieder was zu tun. Verkehrskontrolle auf der Autobahn. Sehr gut. Und wie ich gesagt habe, ne? Oh, es wird wieder hell, aber es regnet immer noch. Es regnet durch. Wir haben es schon wieder grau. Oh Mann. Das ist nicht schön. So. 17.000. Sind wir bei knapp 90.000 dann auf der Uhr. Kann sich sehen lassen.
psychischer Blitzer kommt, na, gute Nacht. Der Unfall, der hat mit fast 500 Euro zu Buche geschlagen gerade. Den hat er zu spät wahrgenommen. Oh, ist natürlich ärgerlich. So, Graz, Klagenfurt, Italien. Da fahren wir jetzt natürlich hin. So, ich guck nochmal. Klagenfurt, Zielort Klagenfurt. Dachfenster. Was bremst denn du? Alla. Aber nicht so, mein Freund. Unfall? Oh, hier gab es einen Unfall. Oh, es gab einen Unfall. Oh. Unfall, Unfall. Unfall, Ladies and Gentlemen. Wir sind nicht dran schuld. Wir sollen nicht aufpassen. Machen wir noch einen Unfall draus. Ja, Massenkarambolage. Gut, wir können zum Glück noch außen rumfahren. Halleluja. Da siehst du bloß noch, wie die aufeinander prallen. Und da hat noch einer eine Panne. Jetzt wird es richtig spannend. Ne? Erst bauen wir einen Unfall, bleiben in der Leitplanke hängen. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Und dann kracht es hier immer direkt vor uns. Aus. Oh mein Gott. Das war jetzt Holla die Waldfee. Der erste Auffahrunfall, den wir gesehen haben, wo wir nicht beteiligt sind. So. Okay, nee, wir können hier bleiben. Ich sehe gerade die Pfeile auf der Straße. Ja, 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 ja. So. Stunde 25 Minuten noch. Italien, Klagenfurt. Fahren wir jetzt doch nach Italien? Aber da stand doch A in Klammern, oder? Man sollte sich die Zielorte genauer mal durchlesen. Italien, Klagenfurt. Hm, mal schauen. Eine Stunde 16. Wir müssen auf jeden Fall demnächst dann irgendwann mal runter. Ich denke, wir fahren noch ungefähr eine Stunde. In-game natürlich. Und dann müssen wir runter, spätestens dann. So, aktuell hat es gerade aufgehört mit Regnen. Oh, das ist schön. Schöne Aussicht. Die letzten Regentropfen, die über unsere Scheibe laufen. Weg. Sehr gut. Ach nee, halt. Uah. Dass es keinen direkten An- und Ausschalter gibt. Das kann ich leider einschalten oder ausbremsen, weißt du? Das sind Richtende. So. Zack, jetzt sind wir bei 80. Ja, was ich glaube, man muss so überholen halt. 53 Minuten noch. Dann sind wir am Zielort, dann haben wir unseren ersten Auftrag mit dem eigenen Sattelschlepper, wie gesagt, oder Sattelauflieger, erfolgreich beendet. Gibt's ganz schön Gas, mein Freund. Kann ich aber auch, pass mal auf. Zack. Unser nächster. So, hier hätten wir noch eine Tankstelle. Ah, das reicht, der Sprit reicht. Locker, easy peasy. Bei der nächsten Tour sollten wir dann mal tanken fahren, auf jeden Fall. So. Wo sind wir denn? Ja, da hinten fahren wir ab auf jeden Fall. Dann kommen wir schon in Klagenfurt raus. Alles klar. Also wir bleiben in Österreich, habe ich doch richtig gelesen. Schöner Ford Mustang. Oh, herrlich. I love it. So, hier fahren wir runter. Auch wenn Helga nichts sagt, die schläft gerade nämlich. Rechts halten. Ja, viel und dann zu spät. Ausfahrt rechts nehmen. Viel zu spät, Helga. Viel zu spät. Aber pst, ich sag's.
Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, machen wir. So. Mit Gefühl natürlich. So, wir haben Reisebus voraus. So, noch 30 Minuten haben wir. Dann sind wir da. Auf jeden Fall müssen wir noch ein Stück Land fahren, so wie es aussieht. So, let's go. Den noch überholen. Wenn er so langsam fährt, hat er Pech. Zack. Autobahn ist zu Ende, alles klar. Also doch wieder über Landstraße. Und dann rechts abbiegen. Rechts halten. Biege nach rechts ab. Mache ich. Kommt keiner, perfekt. Sehr gut. Das läuft, das läuft. 17 Minuten noch. Und dann haben wir uns... Oh, ein Heißluftballon. Sehr schön. Dann haben wir unsere Tour erfolgreich beendet. Läuft. So, wir haben Vorfahrt. Immer geradeaus. Machen wir. Erster Aufenthalt in Klagenfurt am Wörthersee. Alles klar. Haben wir sogar, wie gesagt, eine Tankstelle. Ist gar nicht mal weit weg. Und wir haben ein Fragezeichen. Das könnten wir sogar aufdecken. Wird bestimmt wieder ein Autohändler sein. Tramarie. Was ist denn Tramarie? 50. Das soll man abbremsen. So. Ah, nee, ist doch zu weit weg. Man muss ja direkt dran vorbeifahren. Gut, dann decken wir das noch nicht frei. Immer geradeaus. Mach ich. Klagenfurt am Wörthersee. So, da hätten wir eine Werkstatt, die könnten wir auch besuchen, aber pff, machen wir ein anderes Mal. Lass uns jetzt hier nicht unterkriegen mit den Motoraussetzern. Dringend Werkstatt aufrufen. Naja, klar. Was ist? Das war Bordsteinkanten, dass du hier hängen bleibst. Halleluja! Da brauchst du ja eine Rolltreppe, um hochzukommen. Bleibst du erstmal an der Bordsteinkante hängen? Aber der ganze LKW. Nein, du darfst hier nicht hochfahren. Nein. So, letzte Gerade. Beziehungsweise wir befinden uns auf der Zielgeraden. Ja, ja, so, let's go. Gas geben. Sehe ich schon unsere Zielflagge. So. Ich glaube, wir müssen noch über die Ampel drüber und dann haben wir es geschafft. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, da wo die Ampel ist, müssen wir rechts rein. Biege nach rechts ab. Ja, mache ich doch. Wenn die Ampel auf grün ist. So, da müssen wir rein. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. Unseren Auftrag erfolgreich abgeschlossen. 17.000 mehr auf der Kante müssten dann knapp bei 89.000 sein. So. Genau, da müssen wir rein. So, ich denke mal, da geradeaus in die Lücke müssten wir dann wieder rein manövrieren. Es ist vorbei. Wir gucken mal. Oh nein, es ist vorbei. So, Abgabe mit 90. Komm, wir versuchen es einmal. Da drüben müssen wir irgendwo rein. Da drüben. Das ist aber nicht schwierig, wenn ich einfach mal wende. Um das Parken des Aufliegers zu überspringen und die Lieferung zu beenden. Bonuspunkte für präzise Einparken gehen verloren. Drücken Sie Eingabe. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte einfach gerade mal hier wenden. So, dann zack. Gehe ich mal nach draußen, auch wenn es wieder laut wird. So. Ja. Zack. Das wird jetzt bloß wieder ein bisschen dauern, weil das ein bisschen rumgefriemelt ist. Warnblinkanlage natürlich an. So, bremsen. So, jetzt müsste ich quasi, ne, andere Richtung einlenken, genau. Ja, da kriegen wir alles raus, ne. Und der fährt ganz langsam. So, jetzt müsste er gerade fahren, ne. Wieder.
läuft bei uns. 90 Punkte heim, das muss mit ein, Erfahrungspunkte. Nein, möchte ich nicht beenden. Bringt auch nicht immer ständig bitte diese Meldung. Die bringt mich aus dem Konzept. So, jetzt müssen wir stark einlenken. Watch up. Ach. Drück mal die falsche Taste. So. Den Anhänger treffen wir aber nicht, oder? Nein, den treffen wir natürlich nicht. So. Jetzt können wir alle stehen bleiben. So. Muscheln wir ein bisschen. Zack, mal ausrichten. So. Zack. Das läuft doch. Bisschen mit Gefühl. So, geschafft. Motor aus, wir liefern ab. Zufriedenstellend, na super. Dachfenster von Dresden nach Klagenfurt am Würthersee geliefert. Gefahrene Strecke 650 Kilometer, Dauer 19 Stunden 15 Minuten. Abzug für Schäden. Ach, deswegen zufriedenstellend. Ei. Wir haben 1624 Abzug bekommen. Ah, damit müssen wir leben. Also dann doch nicht so auf Risiko. Das nächste Mal. Wir sind Level 5. Enthusiast. Okay. Gehen wir einmal auf Fortfahren. So. Ab jetzt kannst du deinen eigenen Aufleger. Das haben wir. Verwende deinen gewonnenen Aufleger. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Ich möchte noch ganz schnell nachgucken. Wir haben jetzt auf dem Konto 88.000. Naja, sind wir bei fast 89.000. Fahrermanagement. Hat der jetzt schon was? Guck mal, der macht sogar schon was. Zack. Beziehungsweise machen wir mal LKW-Management. Hat der jetzt hier schon Geld gebracht? Das ist der 2. Der ist schon 1617 Kilometer gefahren. Ja, der will ja Geld verdienen. Täglich überfritt, aber 743 nur. Da müssen wir mal schauen, müssen wir mal beobachten. Ich hoffe, das wird natürlich besser. Und jetzt sind wir aber wirklich am Ende mit der neuen Folge von dem Eurotruck Simulator 2. Eine ganze Stunde fast, bei 58, über 58 Minuten sind wir gerade. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr sie seht, lasst doch einen positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Würde mich riesig freuen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns am Donnerstag zu einer neuen Folge von dem Eurotruck Simulator wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.